Ich weiß, viele von euch warten schon sehnsüchtig auf das neue Parkside Multi-Puls-Schweißgerät. Ein Mic-Mac-Schweißgerät mit Puls und vielen tollen Möglichkeiten. Heute werde ich euch eine weitere Möglichkeit präsentieren, beziehungsweise die mit euch zusammen ausprobieren, das sogenannte QC3-Löten. QC3-Löten ist die letzten Jahre immer beliebter und immer populärer geworden. Hier ist ein kleines Muster. Man sieht hier einen Chrom-Vanadium-Schlüssel, ein Edelstahlblech, ein Stahlblech, ein verzinktes Blech, ein Kupferwinkel, alles miteinander verlötet mit einem Verfahren. Guckt man sich die Rückseite an von diesem verzinkten Blech, dann ist die Verzinkung wirklich nur minimal beschädigt. Das ist ein tolles Verfahren, das kann nur QC3. Und besonders gut geht das Ganze mit einem Mic-Mac-Schweißgerät mit Puls. Der Puls fokussiert den Lichtbogen und damit ist das QC3-Löten noch deutlich besser. Ob das Ganze mit diesem Gerät auch vernünftig funktioniert, das wollen wir uns in diesem Video einfach mal angucken. Ich habe hier wieder die verschiedenen Musterstücke und damit werden wir das Ganze ausprobieren. Ganz zentraler Punkt sind natürlich erstmal die Einstellungen und da macht es einem das Gerät wirklich sehr einfach. Ich gehe hier in Mic Puls und wähle dann einfach den Werkstoff aus und dann ist das Gerät eingestellt. Ich nehme Argon 4.6 als Schutzgas. Ich wähle hier den 0,8 mm Draht aus, da ist nur dieser 0,8 mm Draht vorgegeben. Das ist aber auch so das handelsüblichste bei QC3. Genauso kann ich hier in den Mic Dual Puls gehen, kann dann auch wieder QC3 als Werkstoff auswählen. Hier habe ich jetzt noch rechts oben in der Ecke die Möglichkeit, die Parameter anzupassen von dem Doppelpuls, kann den Softstart anpassen, kann die Gasvorströmzeit, die Gasnachströmzeit anpassen. Also da habe ich noch so ein paar kleine Spielereien und so ist das Gerät im Prinzip eingestellt. Jetzt will ich das Gerät schnell rüsten, das will ich auch noch mal kurz zeigen. Ich hätte die Möglichkeit 15 Kilo, 5 Kilo oder auch 1 Kilo mit diesem kleinen Adapter einzurichten. Und gerade beim QC3 ist das Ganze natürlich sehr interessant. So eine QC3-Rolle kostet so um die 30 Euro in 1 Kilo. Wenn ich da so eine 5-Kilo-Rolle kaufe, das wird natürlich gleich sehr teuer. Ja? Und so ist es natürlich deutlich einfacher, dass ich hier auch so eine 1-Kilo-Rolle sehr gut verbauen kann. QC3-Löten ist dabei so beliebt, weil man viele klassische Verfahren, zum Beispiel wie das Punktschweißen am Auto, durch QC3-Löten ersetzt. Man hat da eine ähnliche Festigkeit, man bringt aber weniger Wärme ins Material rein und man hat den Riesenvorteil, man beschädigt halt keine Beschichtung, keine Verzinkung oder man beschädigt die nicht so, dass sie überhaupt keine Funktion mehr erfüllt. Ich habe hier so ein Testblech, löte da so ein bisschen mit den verschiedensten Einstellungen, Punktlöten und jetzt einfach mal eine Naht löten. Man sieht schon, das funktioniert sehr gut. Argon 4.6 hatte ich eben schon gesagt, als Schutzgas ist wirklich wichtig. Alles andere funktioniert nicht. Man sieht da hinten, ich habe so die ein oder andere Düse durchgebracht. Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, das ist, naja, nicht ganz optimal. Und da habe ich halt auch unwahrscheinlich viel mit dem Gerät ausprobiert und da mussten wirklich viele Düsen auch dran glauben. Ich habe jetzt die verschiedensten Muster auch wieder gelötet. Ziel war es von mir, auch wieder so ein bisschen so ein verrücktes Muster hinzukriegen, wo man die verschiedensten Möglichkeiten auf einem Blech zeigt. Das Ganze funktioniert definitiv. Das sieht man auch an den verschiedensten Beispielen hier. Man kann mit dem Gerät QC3 löten, das lässt sich sehr einfach einstellen. Ich habe die verschiedensten Einstellungen, Parameter da in alle Richtungen in irgendeiner Form optimiert. Und es ist nicht schlecht, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt Geräte, die deutlich besser löten können. Man kann das Gerät sehr einfach einstellen. Man kann mit dem Gerät schön einfach QC3 löten. Ich habe verschiedene Drähte ausprobiert. Also ich habe 3 Rollen QC3. Ich habe auch Kupfer Aluminium 8 gelötet. Wer das nicht kennt, der findet auf meinem Kanal dazu auch verschiedene Videos. Ist nochmal ein bisschen eine andere Herangehensweise, aber mit sehr ähnlichen Einstellungen. Das kann man hier alles machen. Das sieht man alles. Man sieht auch, die Rückseiten sehen immer sehr gut aus. Das heißt, die Verzinkung wird da nur minimal beschädigt. Aber wie gesagt, ich habe immer wieder leider da Probleme. Hier auch in dem Fall, dass ich da immer wieder die Düse tauschen musste, die Düse immer wieder festgebrannt ist. Und das ist dann natürlich so eine Sache. Ich habe es versucht, in irgendeiner Form zu optimieren. Ich habe, man sieht das auch an den verschiedensten Einstellungen, 3 verschiedene Schlauchpakete genommen. Ich habe das Originalschlauchpaket genommen. Ich habe 2 andere Schlauchpakete von mir genommen mit einer Teflonseele. Das ist wirklich auch sehr wichtig, aber leider ist mir immer wieder die Düse festgebrannt. Ich habe verschiedene Schweißdrähte genommen, verschiedene Einstellungen, verschiedene Rollen. Ich habe da wirklich eine Menge ausprobiert.
Man kann mit dem Gerät löten. Ich zeige euch auch nochmal die Möglichkeiten, die man da korrigieren kann. Aber es ist wirklich so, dass es mit anderen Geräten teilweise besser funktioniert. Oder es funktioniert mit anderen Geräten deutlich besser. Ich habe an dem Gerät verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel hier die Spannung höher oder tiefer drehen. Ich habe jetzt einfach das so gemacht, dass ich mir bei anderen Geräten mal abgeguckt habe, wie ist da die Spannung eingestellt, wie ist da der Drahtvorschub eingestellt. Ich habe das an dem Gerät dann auch genauso wieder eingestellt. Und die Einstellungen passen an dem Gerät eigentlich auch. Also die sind nicht abweichend zu anderen Geräten. Man kann hier diese Parameter noch einstellen. Da hat man halt die Möglichkeit, einen Softstart einzustellen. Das heißt, dass das Gerät am Anfang ein bisschen weniger Leistung gibt. Das hat den Effekt, dass es dann am Anfang nicht so hoch ploppt, wenn der Draht startet beim Schweißen. Also, dass der Schweißprozess so ein bisschen ruhiger läuft. Ich kann hier verschiedene andere Möglichkeiten einstellen. Die richten sich aber immer an diesen Doppelpuls. Also ist das wirklich auch nicht das, was so der Stein der Weisen ist. Es kann sein, dass es ein Gerät ist, das ich hier erwischt habe als Muster, das mir zur Verfügung gestellt wurde, das nicht hundertprozentig optimal ist, dass das vielleicht bei den Seriengeräten dann noch ein bisschen optimaler ist. Aber ich würde mal einfach sagen, Stahl und Aluminium kann das Gerät göttlich schweißen. Also das ist wirklich toll und mit Puls, das hat wirklich bei meinen Versuchen, bei meinen Ausführungen sehr, sehr gut geklappt. Aber bei dem QC3-Löten hier, da war ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden. Und wie gesagt, ich habe irgendwann aufhören müssen, weil ich gar nicht mehr so viel Düsen habe. Und ich bin eigentlich jemand, der schon wirklich viel hat. Ich habe auch bei den Düsen für den 08er-Draht die 08er-Düsen ausprobiert, habe die 09er ausprobiert, habe die 1 mm ausprobiert, habe noch Düsen in unterschiedlichen Werkstoffen. Also es liegt auch definitiv nicht an den Düsen. Ich habe 3 verschiedene Schlauchpakete ausprobiert. Alle mit Teflonseele und alles Schlauchpakete, mit denen ich schon andere Schweißarbeiten ausgeführt habe, wo ich da keine Probleme hatte. Also, wie gesagt, ist nicht hundertprozentig ideal. Ich denke mal, wenn das Gerät auf den Markt kommt, ich werde euch dann informieren. Ich hoffe mal, das wird die nächsten Tage oder Wochen dann auch wirklich soweit sein. Das ist leider momentan in allen Bereichen so ein bisschen schade, dass sich das alles so verzögert. Und also schade ist vielleicht auch sogar der falsche Begriff. Aber da müssen wir halt mit leben. Ich werde euch dann sofort informieren. Ich denke mal, es gibt so den einen oder anderen Bastler, der setzt sich da nochmal zig Stunden ran. Ich hatte irgendwann die Schnauze voll. Habe gesagt, von wegen gut, das Gerät lötet. Und das ist auch mein Fazit. Aber es kann andere Sachen deutlich besser. Und es gibt Geräte, die auch wirklich deutlich besser löten können. Aber die, das gehört natürlich auch zu der Wahrheit, die kosten auch deutlich, deutlich mehr. So einfach einstellen. Und dann damit erste Ergebnisse erzielen. Das ist wirklich nur mit solchen Geräten möglich, die so einen visuellen Bildschirm haben, wo man wirklich nur kurz auswählt, was man machen will und man kann loslegen. Ganz ideal ist das hier leider nicht gelöst. Ich finde aber auch, das gehört zu einer Verpflichtung, wenn man solche Geräte vorstellt, dass man auch sagt, die ein oder andere Funktion, gut, die könnte noch ein bisschen optimiert werden. Wenn das Gerät zur Verfügung steht, dann werde ich euch das Gerät natürlich gleich verlinken, beziehungsweise werde dazu vielleicht noch mal ein kleines Video machen, eine kleine Information rausschicken und werde das natürlich auch in meinem Newsletter, auf Instagram und so weiter teilen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.